Ist es nichts Lebendes dabei? Das ist auch immer noch so eine Frage. Also mach mal die Augen zu, da ist eine Schlange oder sowas. Boah, das wäre so geil. Albtraum, mal Albtraum, eine Schlange. Und Regenwürmer, noch schlimmer. Regenwürmer schlimmer? Ich hasse Regenwürmer, ja. Ich glaube, ich habe eine Regenwurmallergie. Das hat man vorher gewusst. Fängt schon wieder an zu jucken hier. Ja, mir hat mal einer in der Schulzeit, hat mir mal wirklich, einer von den älteren Schülern hat mir wirklich mal so einen fetten Tauwurm, so einen richtig dicken Regenwurm hinten in die Jacke reingeschenkt. Den habe ich nicht rausgekriegt, weil ich irgendwie so ein Hemd in der Hose. Ich hatte Albtraum. Ne? Oh, krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Ah. Ich bin ganz aufgeregt. Ich krieg richtig Herzklopfen gerade. Ah, ja, da kriege ich nicht nur Herzklopfen, da kriege ich schon schweißnasse Hände auf jeden Fall. Flugangst, das ist so mein Ding. Allerdings ist gestern Folgendes passiert. Ich bin gestern geflogen. Ich war so müde, dass ich das erste Mal in meinem Leben bei bestimmt 500 Flügen nicht mitgeflogen bin mit dem Piloten, sondern einfach das erste Mal eingeschlafen bin. Und das war irgendwie auch in Ordnung. Also ich hoffe, es wird gerade ein bisschen besser. Aber ich kann mit Flugzeugen kann ich nichts anfangen, gerade mit diesen Jets, weil ich habe das Gefühl, ich gebe dem Piloten da mein Leben in die Hand und ich denke, hoffentlich bringt die Pfeife uns da richtig runter. Lass mich doch fliegen, denke ich dann immer. Es ist so diese Sache aus Kontrollverlust und gar nicht mein Ding. Am liebsten auf dem Boden bleiben, auch Schiffe und so, habe ich auch keine Lust drauf. So Wasser, offenes Meer, Haie und so, nee, wollen nicht. Aber ich kriege sofort schweißnasse Hände, wenn ich darüber nachdenke. Aber jetzt kriege ich auch schon wieder schweißnasse Hände. Zigaretten. Ich habe jetzt 5 Monate und 14 Tagen habe ich aufgehört zu rauchen. Oh, ihr Schweine, ey. Ach ja. Oh. Ja, es ist nach wie vor schwierig. Also ich sag mal so tagsüber denke ich nicht dran, zumindest denke ich so lange nicht dran, bis mir jemand eine offene Schachtel Zigaretten hinhält. Vielen Dank, ihr Schweine. Komme ich ganz gut klar, wenn ich keinen Alkohol trinke. Und ansonsten habe ich immer noch Schmacht. Und ich hoffe, dass das... ich glaube, wahrscheinlich wird es nie aufhören. Ich guck mal, wie lange ich durchhalte. Aber im Moment geht Gesundheit und Gesang vor. Das ist richtig hart. Aber jetzt wird's. Alle nur die Ängste. Genau. So, und hier sind die Regenwürmer. Hier sind die Regenwürmer. Oh, jetzt. Jetzt. Ja. Ein Messer. Gibt's jetzt mehrere Möglichkeiten. Einmal habe ich früher als Jugendlicher in einer Firma gearbeitet, zwischen Schlachterei und der Gerberei. Und da kamen die frischen Felle an, es wird jetzt ein bisschen eklig, von geschlachteten Tieren. Und ich habe dafür gesorgt, dass diese Felle gesalzen wurden, sortiert wurden, gewogen wurden, haltbar gemacht wurden. Musste man immer noch so ein paar Sachen abschneiden. Ganz ekelhaft. Tut mir auch sehr leid heute, aber es war der bestbezahlteste Job, eigentlich der einzige Job bei uns im Dorf. Und er war auch echt nur so 30 Sekunden mit dem Fahrrad hinter meinem Haus. Deshalb musste ich das machen. Das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Dann hat mir letztens mein liebster Freund und ehemaliger Mitbewohner meiner WG, Benjamin, erzählt, dass er eigentlich ausgezogen ist, weil ich ab und zu mal immer mit einem Messer in seinem Zimmer reingekommen und gesagt, jetzt bist du dran. Und er kriegte immer mehr Angst vor mir, dass ich irgendwann wirklich mal mir das so oft einrede, diesen Spaß, dass ich so schlafwandelnd bei ihm mit dem Messer im Zimmer stehe, so, jetzt bist du dran. Also, vielleicht das, aber vielleicht, warum habt ihr das gemacht? Ach, ihr redet ja nicht. Ihr dürft ja nicht reden. Vielleicht war ich nah dran? Okay, fang. Australien. Ja, hier ist es ein australisches Wörterbuch. Ich war auf Reisen, tatsächlich. Ich habe es immer verpennt, als
Jugendlicher oder sagen wir mal nach der Schule, diese große Work-and-Travel-Reise, ich muss mich selbst finden, Backpacker-Style, ich wandere aus, Geschichte zu machen. Ich musste erst 35 werden, um mal meinen Rucksack aufzusetzen und alleine durch Australien zu wandern. Und habe da sehr viel Inspiration erlebt. Sogar zwei Songs auf dem neuen Album mitgebracht. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich immer schon mal einen Song mit Didgeridoo machen. Deshalb bin ich eigentlich nur dahin gefahren. Und den gibt's jetzt auf dem neuen Album. Unser Himmel heißt derselbe, mit Didgeridoo. Als großer Jamiroquai-Fan war das meine Aufgabe, auch mal wieder das Didgeridoo in die Popmusik zu bringen. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, also ich meine, die meisten waren eh schon da, gerade hier aus Deutschland. Australien ist ein wunderschönes Land und wenn es darum geht, wirklich mal wirklich auch eine Freiheit in der Natur zu genießen, dann ist das einfach Australien. Und die lassen einen auch. Also es gibt da keine Restriktionen, es gibt da nicht, geh bitte nicht da lang, geh nicht da lang. Es gibt da keine Gesetze, nein, hier ist Naturschutz, das ist die, sondern der Australier sagt, herzlich willkommen in Australien, wenn was passiert, bist du selber schuld. So, und das fand ich eigentlich einen ganz guten Ansatz. Vielleicht nochmal bald. Ach, was ist das denn? Sehe ich das richtig? Sternkebab? Sternkebab, ja. Das, okay, verstehe. Wart ihr echt da? Nee. Das ist mein Lieblingsdönerladen. Das ist mein Lieblingsdönerladen auf der Wohlwillstraße. Und vor allem das Geile ist, darf man gar nicht erzählen, aber ich kriege da umsonst Döner. Weil ich irgendwann mal in einer Fernsehshow gesagt habe, nach der Frage, was ist Ihr Lieblingsort in Hamburg? Dann habe ich gesagt, Sternkebab auf der Wohlwillstraße. Und seitdem komme ich da rein. Die Jungs sagen, Inshallah, Muriel, Döner, okay, kein Problem. Geil. Das sollte ich vielleicht öfter machen. Einfach mal irgendwas fallen lassen. So, oh, ich liebe Senseo Kaffeepads. Und vielleicht kriege ich dann jetzt demnächst umsonst Kaffee. Auch geil.